Du möchtest so schnell wie möglich deine Eigentumswohnung verkaufen, dann solltest du jetzt aufpassen, denn die finanzierende Bank deines Käufers wird von der Eigentumswohnung die komplette Hose runterziehen wollen. Deswegen bleib jetzt dran, ich sag dir, welche Unterlagen du brauchst. Mein Name ist Jonas Röhricht und ich erlebe immer wieder bei Privatverkäufen von Immobilien, dass diese sich eben von der Zeit her extrem in die Länge ziehen, weil nicht alle Objektunterlagen vorhanden sind und der Käufer eben natürlich eine vernünftige Finanzierung bei der Bank haben will. Oder auch dementsprechend die Bank natürlich sagt, okay, Herr Schmidt, wir brauchen unbedingt noch die und die Objektunterlagen, die uns halt eben final für die Finanzierung fehlen. Ja. Ja, um das ganz einfach zu verhindern, gebe ich dir einfach mal mit, was für Objektunterlagen du eigentlich für den Verkauf deiner Eigentumswohnung brauchst. Ja, fangen wir direkt an. Thema 1 sind ganz einfach Objektfotos. Ja, Objektfotos von allen Räumen am besten eins. Wenn es geht, immer schön von der Ecke oben fotografieren, damit auch wirklich einiges vom Raum drauf ist. Was bei dem Punkt auch ganz gut wäre, wenn du ein sogenanntes, ja, Kurzexposé oder generell Exposé hast, was, sag ich mal, mit den Bildern kombiniert ist, das wird natürlich auch immer sehr, sehr gerne gesehen, sowohl bei dem Käufer als auch bei der Bank. Punkt 2, was nicht immer mit dabei ist, aber was sehr gut ist, wenn es dabei ist, ist eine ausführliche Baubeschreibung. Das sehen auch wieder beide Parteien, Bank und Käufer, sehr, sehr gerne. Heißt ganz einfach eine Auflistung, wie die Baukonstruktion der Immobilie ist, heißt Wandaufbau, Dachaufbau, was ganz einfach für eine Ausstattung in der Immobilie vom Ursprungsjahr ja, eingebaut wurde. Punkt Nummer 3, eine aktuelle Flurkarte, die nicht älter als 3 Monate ist. Ja, wo bekommst du die? Ganz einfach, entweder beim Katasteramt oder bei der Stadt oder Gemeinde kannst du diese dementsprechend beantragen. Das heißt, was ist eine Flurkarte? Heißt, ist mehr oder weniger ein grober Lageplan, wo das Grundstück der Immobilie verzeichnet ist. In dem Falle natürlich das Grundstück, worauf das Mehrfamilienhaus steht. Punkt Nummer 4, ein aktueller Grundbuchauszug, der auch nicht älter als 3 Monate sein darf. Den bekommst du wiederum beim Amtsgericht oder auch bei einem entsprechenden Notariat. Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass die Bank wiederum und auch der Käufer ja, den aktuellen Stand der Immobilie verzeichnet haben möchte. Das heißt, welche Grundschulden sind da noch drin, sind da noch irgendwelche Rechte drin und wer ist jetzt tatsächlich auch der Eigentümer aktuell? Ganz wichtige Sache. Punkt Nummer 5, ein Grundbesitzabgabenbescheid. Am besten auch wieder der aktuellste. Hier ist einfach ganz gut zu wissen für den Käufer, auf was für ja, Kosten, jährliche Grundsteuerkosten muss der Käufer sich einstellen oder auch der Kapitalanleger bei einer Eigentumswohnung. Punkt Nummer 6, ein Energieausweis. Ja, natürlich der Energieausweis in dem Falle, sprich bei einer Wohneigentümergemeinschaft vom kompletten Haus, vom Mehrfamilienhaus, den bekommst du bei der entsprechenden Hausverwaltung. Der ist in der Regel auch immer wieder neu, also auf dem aktuellsten Stand neu erstellt. Ja, frag da einfach entsprechend an und du wirst ihn mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit bekommen. Sollte es nicht so sein, kannst du natürlich auch dementsprechend bei der Hausverwaltung mal anleiern, dass dementsprechend einer erstellt wird, weil das sind mit unter anderem die Aufgaben einer, ja, eines Verwalters, auch dafür zu sorgen, dass dementsprechend ein Energieausweis, ein aktueller Energieausweis immer vorhanden ist. Punkt Nummer 7, eine Teilungserklärung. Ja, was ist eine Teilungserklärung? Hier ist zum einen drin festgehalten, was ist Sondereigentum, was ist Gemeinschaftseigentum. Dann natürlich auch der sogenannte Aufteilungsplan. Das heißt, hier sind auch dementsprechende Grundrisse drin.
wo in der Regel auch drin verzeichnet ist, zu welcher Wohnung welcher Keller gehört, also sprich, da sind Nummerierungen, ja, oder auch zum Beispiel, welcher Stellplatz zu welcher Wohnung gehört. Das ist alles mit darin vermerkt, auch wie viele Einheiten, ja, dass die Wohneigentümergemeinschaft insgesamt hat, alles das ist in der Teilungserklärung vermerkt. Diese bekommst du wiederum auch beim Hausverwalter ausgestellt. Hierzu werde ich aber auch noch mal ein separates Video machen. Punkt Nummer 8, der Wirtschaftsplan. Ja, natürlich auch wieder der aktuelle Wirtschaftsplan, wo ganz einfach drin vermerkt ist, was sind die nicht umlegbaren Kosten der Immobilie, sprich, was zum Beispiel, ja, muss an Instandhaltungsrücklage für die Wohneigentümergemeinschaft eingezahlt werden und wie hoch berechnet sich das sogenannte Hausgeld. Ja? Das setzt sich wiederum natürlich zusammen aus nicht umlegbaren Kosten, was der Eigentümer immer trägt, und dementsprechend umlegbare Kosten, was zum Beispiel bei einer Vermietung der Mieter tragen würde. Das ist auch nochmal ein separates Thema, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu machen. Der 10. Punkt sind die letzten 3 Eigentümerprotokolle der Wohneigentümergemeinschaft. Warum? Ganz einfach, der nächste Käufer oder die Bank möchte sehen, sind da irgendwelche Sonderumlagen, was ist in den letzten 3 Jahren passiert an, ja, Modernisierungs-, Renovierungsarbeiten und wie tickt grundsätzlich die Wohneigentümergemeinschaft. Hierin kann man natürlich auch so ein bisschen ablesen, gibt es da Streitigkeiten etc. und so weiter. Diese Protokolle bekommst du logischerweise als Eigentümer immer jährlich dementsprechend zugeschickt, wenn die Wohneigentümergemeinschaftsversammlungen stattgefunden haben. Ansonsten kannst du die auch wiederum beim entsprechenden Hausverwalter besorgen. Punkt Nummer 11, eine Hausordnung. Ist jetzt kein extrem wichtiger Punkt auf unserer Aufstellung hier, zeigt aber ganz einfach dem Käufer, inwiefern eben halt Regeln in dem Haus oder beziehungsweise in der Eigentümergemeinschaft herrschen. Von daher auch ein positiver Aspekt, definitiv. Die nächsten Punkte sind für dich nur relevant, wenn deine Eigentumswohnung auch aktuell vermietet ist. Das sind nämlich einmal die Berechnung der Jahresnetto-Mieteinnahmen. Das heißt, wo ganz einfach der nächste Käufer, der das vielleicht auch als Kapitalanlage übernehmen möchte, direkt auf einem Blick sehen kann, okay, was kommt denn unterm Strich bei raus, wenn man ganz einfach die nicht umlegbaren Kosten abziehen würde. Also sprich, nicht die Kaltmiete, sondern die Netto-Kaltmiete. Was kommt da raus? Und das ist eben eine wichtige Kennzahl für den nächsten Kapitalanleger. Dann natürlich ganz klar der Mietvertrag, der aktuell bestehende Mietvertrag. Logisch, auch der nächste Kapitalanleger möchte dann ganz einfach sehen, was besteht hier für ein Mietverhältnis, zu welchen Konditionen, wer wohnt da aktuell in der Wohnung und gibt es gar eventuell irgendwelche besonderen Abmachungen in dem Mietvertrag. Dann der letzte Punkt, wenn du deine Wohnung durch eine, ja, sogenannte Sondereigentumsverwaltung verwalten lassen hast, dann wäre es natürlich gut, wenn du diesen Vertrag dann dementsprechend auch noch beifügen würdest, um ganz einfach zu zeigen, okay, da besteht einfach noch ein Vertragsverhältnis, da fallen aktuell noch, ja, weitere Kosten an, die eventuell der nächste Kapitalanleger oder Käufer eben nicht hätte. Du siehst, es ist eine ganze Menge an Unterlagen, die du besorgen solltest für den Verkauf. Aber am Ende des Tages lohnt sich das, weil du brauchst einfach, oder beziehungsweise der Käufer braucht einfach viel, viel weniger Zeit, um schnell und effektiv seine Finanzierung für deine Eigentumswohnung abzuklären. Wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Schön, dass du bis hierhin geschaut hast und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Deswegen abonniere meinen Kanal, um, ja, keine Videos mehr zu verpassen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.